Guten Morgen, Powernapper und Stresstesterinnen. Es ist Montag und das bedeutet Hashtag Monday Motivation. Oder wie man bei mir zu Hause sagt, Montag Motivation jetzt. Moment, heute ist ja gar nicht Monday Motivation. Heute ist Hashtag Dienstag Demotivation. Ich leg mich wieder hin. Dr. Alvissen? Noch 5 Minuten. Habe mir Motivationsvideos angesehen, aber es möchte nicht funktionieren. Was? Motivationsvideos, die nicht funktionieren? Und als nächstes erzählst du mir wohl, dass du von diesen 6 Minuten Workout-Videos keinen strafferen Bauch bekommen hast. Ne, immer noch nichts. Dann hast du sicherlich nicht intensiv genug geschaut. Ich bin deshalb immer noch demotiviert. Gibt es da noch mehr Tipps, wie ich mich motivieren kann? Aber selbstverständlich gibt es da noch mehr Tipps. Es gibt quasi eine unendliche Zahl an Blogposts, YouTube-Videos und Ratgeberbücher, die dich allerdings allesamt nicht motivieren werden. Außer natürlich mein neues Buch 100 Motivationstipps, die wirklich funktionieren. Link in den Fußnoten. Sponsored, not sorry. Aber mal abgesehen von diesem jetzt preisgünstig zu erstehenden Meisterwerk, hat die tatsächlich wissenschaftliche Wissenschaft eine schlechte Nachricht für dich. Das mit der Motivation ist ziemlich kompliziert. Denn so richtig motivieren kann dich kein Buch und kein Video, auch dieses hier nicht. Aber schau es trotzdem bis zum Ende, denn da verlose ich absolut nichts. Daumen hoch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, hier sind nur für dich 3 ganz wissenschaftliche Tipps, die dir vielleicht helfen. Nummer 1, verdrahte deine Schaltkreise neu. Klingt ein bisschen nach Science Fiction, aber es ist mittlerweile tatsächlich möglich, mit implantierten Elektroden die Verbindung zwischen bestimmten Arealen im Stirnhirn und dem Antriebs- und Belohnungszentrum im Mittelhirn zu stimulieren. Diese etwas experimentelle Operation wurde auch erst bei etwa 50 schwerstdepressiven Menschen durchgeführt. Alle fühlten sich hinterher besser und bei etwa der Hälfte konnte eine dramatische Steigerung des Antriebs festgestellt werden. Allerdings ist die Operation nicht ganz ungefährlich, denn wird da oben zu stark stimuliert, kann die Antriebslosigkeit auch in Aktionswut und Zwangsstörungen umschlagen. Ich bin zurück vom Arzt und es geht mir schon viel besser. 1, 2, 3. So, jetzt noch 26 Mal die Hände waschen und dann muss hier mal sauber gemacht werden. Nummer 2, mach mal was Neues. Mal angenommen, du hast dich noch nicht mittels Gehirnimplantaten in einen Cyborg umoperieren lassen, dann kannst du dein Gehirn auch einfach selbst stimulieren, indem du einfach etwas machst, das du noch nie gemacht hast. Fenster putzen? Ja, Gott verdammt. Nun, wir Menschen leiden ja an einer angeborenen Neugier und sofern nicht von Angst gebremst, begeistern wir uns für alles Unbekannte. Da draußen geht die Welt ja noch weiter. Und immer wenn wir etwas uns Unbekanntes erforschen, sorgt das für einen motivierenden Botenstoffausstoß im Gehirn. Ah, das ist dieses Real Life. Wow. Aber während man sich als Kind noch etwa 50 bis 100 Mal am Tag für jede Kleinigkeit begeistert und sich deshalb auch rasend schnell entwickelt, hat sich bei manchen Erwachsenen botenstoffmäßig schon seit Jahren nichts mehr getan. Ich weiß gar nicht, wie manche Leute den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen können. Da verkommt man doch völlig. Zum Glück habe ich Netflix. Du könntest also den Teufelskreis der Demotivation unterbrechen, indem du dir einfach mal eine vollkommen neue und dir absolut fremde Aufgabe suchst. Eben irgendetwas tust, das noch nie zuvor ein Mensch getan hat. Es ist alles so echt. Nummer 3, mach, was du willst. Vielleicht mangelt es dir auch an Motivation, weil du das, was du willst, eigentlich gar nicht willst. Will bitte? Frustration kommt oft daher, dass dein Selbstbild nicht mit deinen innersten Bedürfnissen übereinstimmt. Sagen wir zum Beispiel, du willst Informatik studieren, weil Informatiker leicht eine Stelle bekommen und gut verdienen. Mach was mit Computern, mein Junge. Da hast du was in der Tasche, das dir keiner mehr nehmen kann. Der Wille ist also da. Bittwille. Vielleicht auch die intellektuelle Kompetenz. Aber möglicherweise hast du tief in deinem Inneren nichts übrig für die abstrakte Welt der Algorithmen und Funktionen. Wille, Wille, Willen, bitte. So wie ein Friseur mit Glatze. Dann kannst du so sehr wollen, wie du willst. Wenn du eigentlich viel lieber Landwirt wärst, kann dich kein Video der Welt dazu motivieren, Informatik zu studieren. Auch das hier nicht. Wie motiviert ihr euch? Rein wissenschaftlich oder eher mit Motivationsvideos? Und bei wem hat das schon mal funktioniert? Mich motiviert auch einfach so ein wunderschöner sonniger Tag und deshalb muss ich jetzt auch los. Tschüss und bis bald. Der Geräuschkulisse nach zu urteilen, ein hochmotivierter Landwirt.